So, heute möchte ich euch mal erklären, nach Ewigkeiten mal endlich, wie man alternative Texturen für Sets erstellt. Und das ist gar nicht so schwierig. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Und zwar Luas BTM Rocks. So sehen die Steine aus dem Set normalerweise aus. Ich nehme jetzt einfach so ein paar raus, um das so ein bisschen so mal so grob zu zeigen. Heute möchte ich aber. Ich habe heute mal Lust, einen schönen Wald zu bauen. Eine schöne natürliche Umgebung, einen schönen Nadelwald. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich würde gerne eine Höhle drin haben und ich muss sagen, dieser Höhleneingang, der gefällt mir einfach total gut. Also ich möchte unbedingt eine Höhle in meinem Wald haben. Kann hier oben noch so drüber so Bäume stehen haben und so hier und dann geht das so langsam so, so steigt das hier so an und es sieht ganz toll aus und ihr wisst, was ich meine. Leider ist halt, wie gesagt, dieses hat das hier so einen orange-rötlichen Ton und damit kommt man nicht weit. Und wie erstellt man sich jetzt eine alternative Textur, die das Spiel verwenden kann, damit man ein Objekt, zum Beispiel Steine aus diesem Set, in einer anderen Textur erscheinen lassen kann. Das ist nicht schwierig. Das kann man ganz leicht machen. Man braucht drei Dinge, sage ich mal. Man braucht einerseits den RCT3 Importer. Man braucht den CDA-Kreator. Könnt ihr euch in der Beschreibung runterladen. Man braucht Texturen. Ich habe mir hier mal schon ein kleines Beispiel zurechtgelegt, eine Beispieltextur. Und was man auch braucht, ist ein Set, das Share Textures unterstützt. Und ihr könnt überprüfen, ob das so ist, indem ihr in euren Style-Theme-Ordner geht und euch das Set raussucht, was ihr retexturieren wollt und das öffnet. Und dann findet ihr hier bei diesen beiden Style-OVL-Dateien. Und wenn ihr einen Ordner findet, der sich Shared nennt, dann könnt ihr eigentlich davon ausgehen, mit dieses Set kann man gut retexturieren. Wir können diesen Ordner mal öffnen. Und es ist so, ich habe hier schon mal so ein paar Ordner angelegt, wo ich dann Alternativtexturen drin habe. Aber diese beiden Texturen, also diese beiden OVL-Dateien hier, enthalten die Texturen, die auf dem Objekt dann am Ende angezeigt werden. Und was wir heute tun ist, wir erstellen uns zwei OVL-Dateien mit dem gleichen Namen und den gleichen Texturen da drin, beziehungsweise gleichen, mit Texturen mit dem gleichen Namen da drin. Und können so dem Spiel sagen, verwende unsere Textur, die hat den gleichen Namen und die OVL-Datei, in der die Textur gespeichert ist, hat auch den gleichen Namen. Das heißt, für dich Spiel ist alles gleich und du kannst unsere Textur verwenden, die wir haben wollen. Nun, was wir machen müssen. Ganz wichtig, bevor wir anfangen überhaupt, sollten wir uns im Klaren sein, das Set, das wir retexturieren wollen. Wollen wir daraus alle Texturen ersetzen? Und wenn wir sagen nein, dann bedeutet das ja, dass wir einige originale Texturen, die der Ersteller des Sets erstellt hat, weiterverwenden wollen. Und das ist rechtlich ein bisschen kritisch, deshalb würde ich immer vorher fragen, lieber Station Sim, darf ich dein Set retexturieren? Wenn Station Jim sagt, los, mach, ist überhaupt kein Problem, dann könnt ihr das auch machen. Vorher würde ich, ich würde einfach fragen, ich würde einfach auf Nummer sicher gehen. So, das nochmal so kurz nebenbei anbeigesagt. Was wir machen müssen ist, wir haben nämlich ein kleines Problem. Die Textur, die das Spiel verwendet, hat einen bestimmten Namen. Und diesen Namen wissen wir nicht. Den können wir aber sehr gut herausfinden. Und zwar, wir kopieren uns unser Set
aus dem Style-Themed-Ordner und können das jetzt bei uns in den Ordner einfügen, in dem wir unsere Dateien für unsere Alternativtextur speichern wollen. Hier ist er dann schön. Und was wir jetzt machen, ist, wir öffnen den CTA-Kreator und haben hier, falls sich ja damit nicht auskennt, das alles könnt ihr vollkommen unbeachtet lassen. Wir brauchen nur das Schaltfeld Tools und klicken darauf und dann kommt noch ein Fenster mit ganz vielen Buttons und Krams und so weiter. Wir interessieren uns aber nur für dieses kleine Fenster hier unten, für dieses kleine, diesen kleinen Knopf hier unten. Und darauf steht Recover Lost ModXML Data from Model of L. Klicken wir drauf. Und was das macht, ist, es kann einerseits Modelldaten aus einer OVL-Datei wiederherstellen, aber eben auch Texturen. Und das Besondere beim CTA-Kreator ist, der kann auch, der gibt bei Texturen mit Transparenz die Transparenz in einer graustufigen Datei wieder, wo halt quasi je dunkler, desto transparenter und weiß ist halt quasi nicht transparent und schwarz ist völlig transparent. Nur so als Anmerkung, falls ihr ein Set texturieren wollt, was Transparenz enthält. Uns interessiert jetzt aber nur Lua's BTM Rocks. Und zwar halt eben diese besagte OVL-Datei. Es wird hier nur die .common angezeigt, die .unique ist uns erstmal egal, was wir machen. Also wir klicken hier einfach doppelt drauf. Dann wird uns gesagt, dass das hat alles geklappt. Und dann schließen wir den CTA-Kreator wieder. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen hier in unseren Ordner, den wir in unserem Alternativtextur-Ordner gespeichert haben, öffnen den, gehen in den Shared-Ordner und hier ist jetzt ein weiterer Ordner entstanden und den kopieren wir uns. Huch, das wollte ich nicht. Den kopieren wir uns und fügen ihn hier ein. Der Grund, warum wir das ganze Set kopiert haben, ist, dass der CTA-Kreator irgendwie aus irgendwelchen Gründen nur die Share-Texturen wiederherstellen kann, wenn das ganze Set vorhanden ist und aus dem Grund kopiert man das und danach braucht man das nicht mehr. Das heißt, wir nehmen uns diesen Ordner, wo die Texturen drin sind und schmeißen den Rest weg. So. Jetzt können wir uns hier mal den Ordner angucken und da sind zwei Texturen drin. Die Anzahl der Texturen, die da drin sind, ist natürlich vom Set abhängig. Wie viele Texturen hat der Ersteller des Sets verwendet? In diesem Fall sind es nur zwei, aber was für uns besonders interessiert, sind die Namen. Die Texturen brauchen wir gar nicht weiter, deshalb ist es auch bei Lua's BTM-Rocks auch gar nicht weiter wichtig, also jetzt zumindest in meinem Fall, da großartig um Erlaubnis zu fragen, weil wir modifizieren nichts vom, was Lua's erstellt haben sollte, oder erstellt hat. Und darum denke ich auch nicht, dass das zu Problemen führt. Trotzdem empfehle ich, seid nicht wie ich, fragt. So, da wir jetzt wissen, wir brauchen zwei Texturen, können wir ganz einfach wieder hier hingehen und wir haben gesagt, ja, diese Textur, die wollen wir verwenden. Ich habe das vorhin schon mal getestet, die Textur ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal gewesen, die ich hier erstellt habe, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Und was wir machen ist, wir brauchen ja zwei Texturen und deshalb kopieren wir die und benennen die um. Und zwar, wer sich jetzt gerade erinnert, die Textur heißt Lua's Orange Rock. Orange, Orange ist auch ein sehr schönes Wort, aber das brauchen wir jetzt nicht. Orange Rock 1. Und da fehlt ein S. Und hier fehlt auch ein S. Das sollte mich schämen. Ja. Also diese beiden Dateien müssen halt die korrekten Namen haben. Sonst funktioniert es nicht. So, die habe ich jetzt umbenannt. Und hier sind wir auch schon relativ weit. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, sind jetzt die Textur-OVLs erstellen, damit das Spiel auch die Texturen verwenden kann. Was wir dafür machen ist, wir öffnen den Importer. Und klicken auf Create OVL, das ist dieses Fenster hier unten. Dann öffnet sich dieses Fenster und wir haben hier ein Fenster für Texturen. Wir klicken jetzt hier auf das Plus und damit können wir Texturen hinzufügen. Und jetzt haben wir hier, weil ich es gerade schon mal vorher ausprobiert habe, sind wir jetzt auch gleich wieder im richtigen Ordner. Und hier haben wir unsere
Bei den Texturen, bei den Anführungszeichen, das ist halt die gleiche Textur, weil ich bin faul und habe keine zweite Textur erstellt. Und wir wählen diese beiden Texturen aus. Klicken OK. Dann haben wir die hier drin. Die wir vorher noch keine weiteren Einstellungen. Die sind, müssen nicht einfärbbar sein und die müssen nicht, haben keine Transparenz. Und von daher brauchen wir da nichts weiter einstellen. Was wir dann brauchen, ist, wir müssen natürlich angeben, wo wir das Ganze hingespeichert haben wollen. Das können wir hier machen. Und dann navigieren wir zu unserem Ordner, in dem wir das speichern wollen. Das ist jetzt in diesem Fall schon geschehen. Und klicken auf OK. Und jetzt ist ganz wichtig der Name. Wie müssen die Dateien benannt werden? Und da ist auch der Vorteil, dass wir diesen Ordner hier haben, weil dieser Ordner hat schon den exakten Namen, den wir brauchen. Und da ich zu faul bin, abzuschreiben, kopiere ich mir den hier einfach, den Namen, füge den hier oben ein, klicke ich auf Create OVL. Ich habe gesagt, du solltest einen Präfix setzen, aber der Präfix interessiert uns nicht, der ist nicht zwingend notwendig. Und klicken jetzt aber auf Continue und ignorieren die Fehlerwarnung. So wird uns noch gesagt, ja, die Texturfile ist ganz toll, ist super erfolgreich gespeichert worden. Und das ist jetzt hier nicht wichtig, ich habe es auch schon getestet, es müsste jetzt alles funktionieren. Aber wenn ihr mal ein Set mit, sag ich mal, 40 Texturen umtextrieren wollt, wie zum Beispiel Fisherman's Enchanted Forest, und da auch noch eine Haufen an Alpha-Texturen drin sind, empfehle ich euch einfach mal, das Ganze zu speichern. Kann man hier schön machen, das ist ganz einfach, mit dieser kleinen Diskette da oben, Namen eingeben, da kann man jetzt einfach mal Texture, und dann kann man es wieder öffnen, um was zu ändern, falls es notwendig sein sollte. Jetzt können wir aber den Importer auch schließen. Und sind jetzt fast soweit. Was wir jetzt noch machen müssen, wir können hier wieder in unseren Ordner der Green Edition gehen. Den Ordner habe ich eben ausgewählt, um die OVL-Dateien hier reinzuspeichern. Was wir jetzt machen ist, wir wählen uns diese und diese Datei und diese nicht, sondern nur die beiden und kopieren die uns mit Steuerung C. Ich arbeite sehr gerne mit Tastenkürzeln. Und gehen jetzt hier bei Star Themed in den Ordner Luas BDM Rocks Shared, wo unsere Texturen drin sind, beziehungsweise unsere Textur-OVLs, und fügen die hier ein. Dann besetzen andererseits die Originalen, und ihr seht hier, ich habe hier diese drei Ordner drin, die sind bei euch höchstwahrscheinlich nicht vorhanden. Das liegt daran, ich habe mir die Texturen, also die alten Textur-OVLs gesichert, oder die anderen Alternativen, und kopiere, damit die einerseits nicht verloren gehen und damit ich andererseits die auch mal schnell austauschen kann, sollte das notwendig sein. So, dann sind wir hier fertig. Es ist alles erstellt, was wir erstellen wollen. Und jetzt öffnen wir das Spiel. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es fertig ist mit Laden. So, wir sind jetzt wieder im Spiel. Und mal gucken, ob alles funktioniert hat. Und man sieht, es hat geklappt. Wie ich schon vorher angekündigt habe, die Textur ist nicht die allerschönste geworden. Aber das ist, finde ich, jetzt auch nicht weiter schlimm. Das ist jetzt zum Zeigen reicht's. Und wir hatten ja vorhin über diesen Steineingang geredet. Und jetzt, diesen Tunneleingang. Und jetzt passt der viel besser. Kann man da so richtig so einen schönen Wald mitbauen. Naja, ist, wie gesagt, die Textur ist ein bisschen zu hell, aber ist klar, worauf ich hinaus will. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich werde in naher Zukunft auch einiges an Retexturen für andere Sets sehen dürfen, die nicht von mir retexturiert sind. Und ja, bis dann würde ich mal sagen.